So, liebe Yachtfreunde, ich hoffe, jetzt hört man mich und man sieht auch das Bild einigermaßen gut. Wenn das alles passt, gebt jetzt mal einen Daumen in den Chat. Moin, meine lieben Yachtfreunde, und herzlich willkommen nun endlich zum Live-Jagdschein-Coaching Teil 13 mittlerweile. Heute geht es um die Feldhühner, dem Fasan, dem Rebhuhn und der Wachtel. Und ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Ton und Bild funktionieren jetzt hoffentlich soweit gut. Ja, hier schlägt alles aus und ihr habt auch einen Daumen in den Chat reingegeben. Wunderbar. Also, ihr kennt das Spiel. Erstmal geht auch nochmal der Dank raus an alle Supporter, die sich das Online-Lernsystem für 119 Euro gekauft haben. Das sind einmal der Florian M. die Tanja M. der Harald U. der Richard C. und die Sabrina B. Ja, das Ganze für nur ab 119 Euro. Und mein Dank geht natürlich auch wieder raus an den fantastischen Carsten und den fantastischen Simon, sofern sie denn heute auch Zeit finden, wieder hier im Chat dabei zu sein. Und liebe Grüße gehen auch raus an den lieben, ach, das gibt's doch gar nicht, ja, da sind wir jetzt in der Vollansicht, sorry Leute, aber den Ton und ein bisschen von der Schulter habt ihr gesehen. Wunderbar, also heute live Jagdschein-Coaching. Teil 13, die Feldhühner. Und was ich gerade sagen wollte, mein Dank geht auch heute an Bernd Wülpern von Jagdtalente. Ja, einige Jagdschüler von ihm schauen wohl auch regelmäßig zu. Und ich freue mich auf eine zukünftige gute Zusammenarbeit. Gerade jetzt hier in der Corona-Krise ist es immer schön, wenn Kollegen zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. So soll das sein. Gut, jetzt haben wir aber alles. Kamera ist richtig eingestellt, der Ton läuft, der Chat ist da. Und wenn ihr soweit seid, dann jagt doch einfach mal ein Däumchen rein und ich zeige euch gleich einfach mal, was ich vorbereitet habe. Und dann kennt ihr das Spiel, gehen wir wieder an die Flipchart und schreiben ein paar Stichpunkte an, die Klassiker-Prüferfragen. Und wir sind heute mittlerweile von 13 Gruppen in der 8. Gruppe, der Gruppe der Feldhühner angelangt. Ja, das geht jetzt mit Riesenschritten voran, ganz fest versprochen. Nächste Woche geht es dann los mit dem Havelt, aber auch schon parallel mit der Waffenhandhabung, Systemhaus 98. Gut. So, meine lieben Yachtfreunde, die Feldhühner, und wir fangen hier direkt einmal mit dem Fasan an. Ja, und ich weiß,
im Fragenkatalog, schlagt mich tot, welche Frage das jetzt ist ganz genau, dürft ihr bei der Frage nach dem Fasan nicht Feldhuhn ankreuzen. Vielleicht kann der ein oder andere diese Frage ja nochmal hier in den Chat posten. Dann kann ich da auch nochmal gesondert darauf eingehen, warum haben wir in der Federwildübersicht den Fasan zu den Feldhühnern gepackt. Leute, der Fasan kommt nun mal im Feld vor, ja, auch wenn er nachts auf dem Baum schläft, ja, und von mir der Assi unter den Feldhühnern genannt wird, als Hartz-IV-Empfänger vor 10 Uhr braucht er auf den Fasan gar keine Jagd ausüben, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Eine sehr schöne Federwildart, auf die es sehr, sehr viel Spaß macht zu jagen. Übrigens beim Trapp-Training, ja, also Trapp ist die Tontaube, die von einem wegfliegt. Skeet ist die Tontaube, die von links oder rechts kommt. Die Trapp-Taube symbolisiert oder simuliert quasi die Fasanenjagd, ja, und von daher, ja, hat das, was wir auf den Schießständen machen, auch immer einen jagdpraktischen Bezug. Man muss es euch einfach nur mal erzählt haben. Gut, die Feldhühner, der Fasan. Ich glaube, jeder von euch hat diesen Gesellen hier schon mal gesehen. Das ist nämlich der männliche Fasan, sehr bunt und hinten die lange charakteristische Stoßfeder. Ja, und bei Treibjagden wird meistens der Fasanenhahn freigegeben und nicht die Henne. Die Henne wollen wir schon. Ja, wir haben hier ein Geschlechterverhältnis auch von 1 zu 4. Also auf einen Fasanhahn kommen nämlich circa 4 Hennen. Ja, hier der weibliche Fasan, die Fasanenhenne, die ist hellbraun. Ja, sie soll ja auch das Nest gegen Eiräuber nach oben hin abschirmen. Ihr kennt das Ganze. Und sie hat im Gegensatz zum Fasanenhahn eine nicht ganz so lange, also eine ja, nicht kurze Stoßfeder, aber kürzere Stoßfeder. So, und da schon mal der kleine Hinweis: gerade in der Treib- und Rückhaltssimulation bei der Stadt Osnabrück, das ist Fachgebiet 3 Jagdbetrieb, ne, wenn nur Fasanenhähne freigegeben werden und der Prüfer sagt, da kommt ein Fasan und ihr schießt, ja, dann habt ihr im Zweifel für den Prüfer jetzt eine Henne geschossen. Also ihr müsst genau hinhören. Aber darauf werden wir nochmal eingehen. Genau, und Skeet symbolisiert den sogenannten Entenstrich oder von mir aus Taubenstrich. Ganz genau so sieht das aus. Übrigens, wenn es eine weitgerechte Schrotschussentfernung bis maximal 30, 35 Meter gibt, so gibt es auch eine minimale Schrotschussentfernung, nämlich ab 15 Meter. Beim Trappstand steht ja auf 11 Meter gegenüber dieser Bunkertaube, wo die Taube rauskommt. Nach 5 Metern manifestiert sich erst diese Tontaube zu ja, zu der Tontaube an sich. Davor ist es nur ein Wischer. Und ja, da sind wir dann dementsprechend ab dem Moment, wo das Auge die Tontaube auch wirklich wahrnehmen kann und die Tontaube nicht nur also aus dem Wischer als Tontaube sich manifestiert, dann sind wir ja dementsprechend schon auf 16 Meter. Und das ist die Geschichte, auf die wir jagen wollen. Übrigens, der Vorstehhund steht vor und wir treten den Fasanhahn schlussendlich ja, aus seiner Deckung. Ne, der Hund darf da nicht nachprellen. Armbrusterhalteabzeichen, kommen wir alles noch dazu. Aber man muss euch einfach mal erzählen, dass diese ganzen Schießdisziplinen auch wirklich was mit der jagdlichen Praxis zu tun haben. Und ja, ich hoffe, diese kleine Information hier parallel zum Feldhund, dem Fasan, schon einen kleinen Abstecher zur Schießausbildung hier einmal mit verknüpft. Ja, und ja, diese Zeichnung habt ihr vielleicht auch schon häufiger gesehen. Und zwar kann man an dem sogenannten Sporn oder Dorn, der ist hier hinten am Ständer vom Fasanhahn, das Alter ermitteln, ne, die Altersbestimmung am Sporn. Und im Prinzip ist es so, dieser wäre jetzt hier ein Jahr alt, beziehungsweise im zweiten Lebensjahr. Also der hat schon ein Jahr und ist im zweiten Lebensjahr und so weiter und so fort. Ja, ähnlich wie beim Kopf vom Hirsch. Ja. Also der erste Kopf heißt mindestens ein Jahr alt, aber im zweiten Lebensjahr. Gut, und der ist hier 2 Jahre alt. Also wenn der keinen Ring hätte, dann wäre es noch ein Jährling. Der Jährling hat übrigens, den kann man auch daran erkennen, der Fasanenhahn selber hat hier wirklich sehr rote und große Hautlappen um das Auge herum. Das hat der junge Fasanenhahn noch nicht. Der hat noch nicht diese Lappen, ja.
sondern das ist nur rötlich, aber es ist noch nicht wie du, wie so eine Wulst. Das ist es noch nicht. Gut. Dann kommen wir schon zum Rebhuhn. Das männliche Rebhuhn. Hier einmal sehr charakteristisch zu erkennen. Brauner Kro oder roter Kopf und ein braunes Brustschild. Ja, hier dieses braune Brustschild. Na, und im Gegensatz zum Fasanenhahn kümmert sich der Rebhuhnhahn nämlich um das Gelege. Also der beschützt die. Also ist der nicht monogam, Entschuldigung, nicht polygam, so wie das. Wie der Assi unter den Feldhühnern, der Fasanenhahn. Der kümmert sich nämlich nicht um den Nachwuchs, sondern hier der Rebhahn ist monogam und man glaubt es kaum, aber diese kleinen possierlichen Federwildarten, ja, können bis zu 10 Jahre alt werden. Ja, 10 Jahre alt, das ist schon eine ganze, ganze Menge, wie ich finde. Ja, und er ist ungefähr Tauben groß. Und das ist hier die Henne. Das ist ein weibliche Rebhuhn. Sie hat einen weniger braunen Kopf. Manche haben das. Sie hat ein kaum braunes Brustschild, nur andeutungsweise. Und wir sprechen auch hier vom Rebhuhn, von einem sogenannten Geschlechtsdimorphismus, was zumindest nicht nur die Färbung, sondern auch die Größe angeht. Nämlich die Henne ist etwas größer als der Hahn. Auch das kennen wir. Ja, die Henne muss das Gelege ausbrüten und so weiter und so fort. Und auch hier sei gesagt, der Nachwuchs braucht die ersten 14 Tage tierisches Eiweiß. Ganz, ganz wichtig, obwohl das hier Körnerfresser sind, brauchen die die ersten 14 Tage tierisches Eiweiß. Und ja, wie unterscheidet man jetzt das männliche Rebhuhn vom weiblichen Rebhuhn? Da gibt es so einen Satz. Und zwar lautet der Hahn steigt auf die Leiter. Und zwar haben wir hier links nämlich das männliche Stück. Das ist ohne weiße Querstriche. Komm, zeige euch das gleich. Und hier rechts weiblich mit weißen Querstrichen. Welche weißen Querstriche meine ich? Ich meine diese hier. Könnt ihr die Maus erkennen? Dann jagt doch mal bitte einen Daumen durch den Bildschirm. Hier. Das ist der Hauptfederkiel hier, der ist auch weiß, auch beim Männchen ist der weiß. Und davon abgehend sind hier so weiße Striche und das sieht aus wie eine Leiter und deswegen sagt man, der Hahn steigt auf die Leiter. Also der Hahn tritt ja die Henne, also der Hahn besteigt die Henne. Gut, alles klar, Daumen kommen rein, das freut mich. Übrigens, hier sind jetzt auch schon ganz, ganz viele klassische Prüferfragen mit drin versteckt, aber keine Angst, die werden wir an der Flipchart gleich alle nochmal schön zusammenfassen. Die Feldhühner und dann zum kleinsten Feldhuhn, die Wachtel, wenn der Fasanenhahn und das Rebhuhn ein sogenannter Standvogel ist, dann ist die Wachtel hier der Zugvogel unter den Feldhühnern. Hier einmal die männliche Wachtel, die hat hier eine braune Brust. Und ist ungefähr star groß. Also ich habe mal zwei, dreimal vielleicht eine Wachtel beobachten können, also Zufallsbeobachtung. Ne, hören tut man die häufiger. Und ja, Nadine Kömpf, Lachsmiley, der Assi unter den Feldhühnern, ja. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen an der Flipchart. Aber ich denke, solche Sachen könnt ihr euch dann darüber immer ganz gut merken. So. Dann das weibliche Rebhuhn, wollte ich schon sagen, die weibliche Wachtel. Die hat eine gesprenkelte Brust und ist auch hier etwas größer als der Hahn selber. Ja, also auch hier ein Geschlechtsdimorphismus anhand der Größe. Ja, und der Wachtelschlag, also der sogenannte Balzruf, hat früher im Mai die Bockjagd angekündigt. Also als ich meinen Jagdschein vor 23 Jahren gemacht habe, oder nee, 25 Jahren, sind mittlerweile her. Da ging die Bockjagd am 15. Mai auf. Jetzt zum nächsten Jagdjahr, also zum 1. April, beginnt ja immer das erste Jagdjahr, geht jetzt zum ersten Mal in Niedersachsen schon der Rehbock auf. Davor war es immer der 1. Mai. Also wir haben jetzt die Jagdzeit immer weiter nach vorne vorverlegt. Will ich heute nicht weiter darauf eingehen, gibt für und wider Argumente. Aber wenn wir zu unserem Schlüsselwild Rehwild kommen, liebe Jagdfreunde,
Dann geht nochmal richtig die Post ab, weil darüber kann ich euch wirklich zu 80% tatsächlich alles in der Gruppe des Haarwildes erklären. Ja? Aber wir wollen jetzt hier erstmal das Federwild zu Ende bringen, damit ihr ja, da schon mal einen Einstieg habt und ja, keine Angst habt oder haben müsst. Und ich habe im letzten Live-Coaching irgendwie gesagt, und dazu schaltet doch nochmal gerne die Kamera an. Es kann sein, dass ihr nur zu einer Federwildart gefragt werdet, zum Beispiel zur Waldschnepfe. Aber ganz ehrlich, liebe Jagdfreunde, ich meine, wir nehmen uns ja jetzt hier echt ein bisschen Zeit und immer so ein Stündchen. Aber das sind ja wirklich Sachen, die da sollte jeder eigentlich keine Probleme haben, 3 bis 4 Sachen dem Prüfer irgendwie zu jedem Flattermann zu erzählen. Vor allen Dingen, wenn wir eine allgemeine Matrix nochmal drüber legen, weil ich glaube, viel zu viele machen sich einen Kopf darüber, wann balzen die, wann ist die Brutzeit, wie lange dauert die Brutzeit und so weiter und so fort. Möchte ich hier gleich mal vorwegnehmen: Frühlingsgefühle, März, April, okay. Durchschnittliche Brutdauer 28 Tage. Ist der Vogel größer, etwas länger. Ist der Vogel etwas kleiner, etwas kürzer. Aber im Durchschnitt 28. Und die Eianzahl haben wir schon in der Federwildübersicht und. Also wir haben schon mehr Informationen, als ihr eigentlich euch vorstellt. Und wir werden mit Sicherheit auch ab nächster Woche, wenn wir dieses Thema hier mal beendet haben, gerne im Zoom nochmal so eine Wiederholungsrunde machen, eine Fragerunde. Okay? Das haben wir jetzt eingestellt gehabt, weil ich hier erstmal ein bisschen Strecke machen wollte. Gut, also, ne, wenn ihr zu wirklich nur einer Wildart gefragt werden solltet, zum Beispiel zur Waldschnepfe, ganz ehrlich, Leute, komm, wir machen einfach mal einen Test jetzt hier, bevor ich hier mit der Wachtel weitermache. Schreibt doch einfach nochmal schnell rein, was fällt euch alles zur Waldschnepfe an? Jeder immer nur eine Sache und jetzt muss hier gleich der Chat explodieren. Ganz ehrlich. Und solange nehme ich mir mal ein kleines Schlückchen aus meiner Tasse. Klasse, Leute. Los, macht alle mit. Der Chat muss explodieren. Lese nur richtige Sachen. Von mir aus können die auch doppelt sein. Egal. Haut in die Tasten rein. Super. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal ein Gewinnspiel machen. Ne? Für denjenigen, der die meisten Punkte raushaut. Mal sehen, ob es sich lohnt, dass ich hier diese Parfors-Kappe aufhabe von Franconia. Ja, das ist ja die Hausmarke. Vielleicht kann ich da ja nochmal irgendwas locker machen für euch. Super, also Leute, ne, genau so muss das funktionieren. Ne, Mike Eggers weiß sogar noch was vom weißen Punkt, ja, der unten an der Stoßfeder ist, der sogenannte Schnepfenblinker. Ja. Wunderbar, ne? So muss das sein. Also da wird doch jedem irgendwas einfallen und nochmal, ja, dass die Schnepfe jetzt nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Sommer, also zweimal im Jahr das Ganze macht und auch eine Brutdauer ungefähr von 28 Tagen hat, ne? Und dass nach der Balz erstmal der Nestbau kommt und dann kommt die Eiablage und bei den Bodenbrütern, ja. Ist es logisch, das sind Nestflüchter, die legen erstmal ein Ei und dann bebrüten sie die gesamte Geschichte. Und die Nesthocker oben, die brauchen auch nicht so getarnte Eier. Ne, die legen das Ei, bebrüten es sofort und 2 Tage später kommt das nächste Ei und dann wird das auch bebrütet. Wunderbar. Ist doch gar nicht so schwer. Also, wenn ihr der gleichen Meinung seid, dass das gar nicht so schwer ist und wir jetzt hier mit der Wachtel weitermachen können, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit so ein bisschen die Angst nehmen, dann. Na, der Prüfer reißt euch nicht den Kopf, aber so 3, 4 Sachen, da solltet ihr zu jeder Wildart wirklich mal was sagen können. Und das könnt ihr mittlerweile. Ihr wisst es bloß noch nicht, weil wir vielleicht noch nicht in die Wiederholung gegangen sind. Okay? Machen wir aber. Und wenn ihr denkt, dass ich recht habe und ihr sagt, okay, komm, lass uns mal weitermachen hier mit der Wachtel, dann jagt jetzt doch einfach mal ein Däumchen durch den Chat, weil hier kommen ja immer noch richtig geile Antwort. Ja? Vor allen Dingen Verbot des Schnepfenstrichs, nicht wildbiologisch begründbar und so weiter und so fort. Mega geil. Ganz ehrlich,
Da haben wir doch den richtigen Impuls gegeben. Und wenn irgendwann mal einer Waldschnepfen-Experte und eine Doktorarbeit drüber schreiben will, der kann sich ja so eine dicke Monografie holen. Und dann wird er noch ganz, ganz andere tolle Sachen erfahren. Ja? Wunderbar. Klasse. Die Daumen kommen auch rein. Dann machen wir mal mit der Wachtel weiter. Jo. Also. Früher hat der Wachtelschlag, der Balzruf, die Bockjagd angekündigt. Und die Bockjagd war dann Mitte Mai oder zumindest Anfang Mai. Und der Wachtelschlag, das ist so ein typisches wie Wit Wit, wie Wit Wit. Ja? Also die Wachtel selber, stark groß, kann man kaum, kaum kommt man, bekommt man kaum zu Gesicht. Vor allen Dingen im April jetzt, ne, in den nächsten 14 Tagen, glaubt es mir, da blüht schon der Raps, der fängt dann an. Der macht jetzt richtig Wachstumsfortschritte. Und ja, der Prüfer würde euch auf jeden Fall zur Wachtel fragen, ja, warum balzt sie denn so spät im Jahr? Warum nicht im März, April? Ja, Herr Prüfer, ist ein Zugvogel, da muss er ja erstmal ankommen. Ah, sagt er, wunderbar. Ja. Und deswegen sagt man, okay, alles klar, früher hat der Wachtelschlag sozusagen den Aufgang der Bockjagd angekündigt. Ne? Und wenn die Wachtel kommt, dann kommt sie in Scharen. Ne, ist ein sogenannter Invasionsvogel. Und ja, wunderbar. So. Ja. Dann machen wir mal weiter. Und zwar mit den sogenannten Gelegen. Ihr wisst ja mittlerweile, ne, die Feldhühner, ne, sie legen 16 Eier, sondern bis zu 20 das Rebhuhn. Da schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das immer analog, wie ich es gerade schon vorgestellt habe, dass das Fasanengelege, olivgrün und knapp Hühnerei groß. Ja, in Natura sieht das noch viel prägnanter aus. Dann das Rebhuhn bis zu 20 Unterberg. Was meine ich damit? Ja, Emil Unterberg spendet 1 Cent pro getrunkenen Kräuterlikör in die sogenannte Rebhuhnhege. Ja. Der hat riesen Niederwildrevier am Rhein mit mehreren Berufsjägern. Ja. Gut, also wie gesagt, bis zu 20 Unterberg. Ne? Wundert euch nicht, gerade am Prüfungsstandort Stadt Osnabrück wird der ein oder andere dann dementsprechend als Prüfer auch mal danach fragen. Ja? Wissen Sie denn, warum in so einer in so einem Unterberg-Paket bis zu 20 Fläschchen drin sind oder so ähnlich. Jedenfalls hier ganz klar und charakteristisch, ja, das Wachtelgelege braun gesprenkelt und im Prinzip sieht auch so der Lupinensamen aus, ne? In der Saatgutkunde im Online-Lernsystem für nur 119 Euro, meine lieben Jagdfreunde. Gönnt euch, da sage ich, ja, der Lupinen oder das Lupinen-Saatgut sieht ähnlich aus wie ein Wachtelei. Dieses braun gesprenkelte, ja, ziemlich klein. Wer Wachteleier schon mal gesehen hat oder gegessen hat, weiß das. Und ja, so viel erstmal dazu. Und wenn ihr jetzt bis dahin erstmal keine Fragen habt, war ja schon mal viel Information. Würde ich vorschlagen, jagt mal einen Daumen durch den Bildschirm und dann gehen wir nämlich direkt flugs an die Flipchart. Und dann schreibe ich nochmal die wichtigsten Punkte nebeneinander auf. Okay? Also ich schalte schon mal um.
Ja, danke. Gut, dass der Chat mitmacht, ja. Heute bin ich der Elektrolurch, ja, in Orange. Also, ich habe gerade gesagt, wunderbar. Ja, Leute, der Ton kommt gleich wieder. Wunderbar. Ja, ich wollte ja nur mal gucken, ob ihr auch alle noch wach seid. So, jetzt schreiben 100 Leute erstmal rein, kein Ton. Es kommen sogar Leute in den Chat rein, ja. Nur um zu schreiben, hier kein Ton. Also an alle, die draußen auf den Zuschauerrängen sitzen, ja, klickt einfach mal auf das Video und dann könnt ihr dementsprechend auch hier im Chat mitmachen. Timo, du Lurch. Genau. Vielleicht bin ich aber auch ein Molch. Wer weiß das schon? Ein Bergmolch. So, die Feldhühner. Da haben wir einmal, achso, beziehungsweise was ihr gerade nicht mitbekommen habt. Vielleicht findet ja der ein oder andere noch die Frage raus, bezüglich, warum darf ich hier den Fasan nicht ankreuzen? Ich dachte, der Fasan gehört zu den Feldhühnern. Okay, so, vielleicht findet die ja noch einer irgendwie raus, dann kann ich da nochmal näher drauf eingehen. Auf jeden Fall schreiben wir mal, machen wir jetzt mal so drei Spalten, okay. Dann nehmen wir hier mal den Fasan. Den Fasan. Hier in der Mitte. Rebhuhn. Rebhuhn. Und hier ganz rechts. 2, 4. 2, 4. Genau. Das muss ja alles ordentlich aussehen. Die Wachtel. Die Wachtel. Gut. Wenn ich gleich die Kamera umschalte, dann dürftet ihr das dann auch von der Seitenansicht noch sehr gut erkennen können. Genau. Gehört zu den Fasanartigen. Wisst ihr was? Das mit der Familie und Unterordnung und so weiter und so fort. Ich will euch jetzt nicht richtig verwirren, aber selbst die Waldhühner gehören zu den Fasanartigen. Ja. Die eine Literatur schreibt das so, die andere Literatur schreibt das so. Fakt ist, für mich ist der Fasan ein Feldhuhn, weil er dort vorkommt. Aber in der Prüfung, in der schriftlichen Prüfung im Fragenkatalog, müsste da so ein Ausrufezeichen haben. Okay? Genau. Welche der nachgenannten Federwildarten zählen zu den Feldhühnern? Genau. Oder dürft ihr im niedersächsischen Fragenkatalog den Fasan nicht ankreuzen, weil er ja zu den Fasanartigen gehört? Ja, von wegen Ordnung, Familie und so weiter, kann sich sowieso keiner merken. Also kleine Sensibilisierung an der Stelle. Und wir machen hier mal weiter, nämlich hier einmal, genau, darüber stehen die Hühnerartigen. Wie gesagt, Andreas, das fragt euch keiner. Ordnung, Familie, Unterordnung oder wie auch immer, sondern dem Prüfer ist viel wichtiger, dass ihr sagen könnt, der Fasan, ja, ist zum Beispiel Polygam, ja, schreiben wir mal auf, Polygam, also hat eine Mehrehe, Polygam, das Rebhuhn und die Wachtel hingegen sind Monogam. Hier auch ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 4, auch hier wieder die magische 14. 1 zu 4, das heißt ein Hahn auf 4 Hennen. Ja, das gilt beim Rebhuhn natürlich so nicht, weil logischerweise haben die hier zumindest eine sogenannte Saisonehe, ja, die sind hier 1 zu 1, monogam, also auch nachdem der Nachwuchs da ist, kümmert sich der männliche Hahn, Doppelkommabild, der Hahn natürlich um den Schutz der Familie. Gut, der Fasanhahn selber, was können wir noch dazu schreiben? Hat natürlich eine Jagd- und Schonzeit in Niedersachsen, genauso wie das Rebhuhn. Ja, da machen wir einfach mal
einen dicken grünen Punkt hin. Ja, hat eine Jagd- und Schonzeit. Hat eine Jagd- und Schonzeit. Machen wir den anderen Stift da. Die Wachtel ist hingegen ganzjährig geschont. Unterliegt zwar dem Jagdrecht, aber ist ganzjährig geschont. Und dann nochmal ganz allgemein. Okay, das können wir uns grundsätzlich zu allen Flattermännern merken. Die Balz, ja, ist im Frühjahr. Balz im Frühjahr. Frühjahr. Nämlich so im März, April. März, April. Ne, und das gilt hier fürs Rebhuhn. Für die Wachtel natürlich ein bisschen später, weil es ein Zugvogel, nämlich erst im Mai, also hier Balz auch im Frühjahr. Nämlich im März, April. Ich schalte nochmal ganz kurz um. Damit ihr seht das von der Seite, März, April und hier im Mai. Ja, also die Balz im Mai. So, der Fasan selber, genauso wie das Rebhuhn selber, sind Standvögel. Standvögel und die Wachtel selber ist ein Zugvogel. Und wenn sie kommt, dann invasionsartig Zugvogel. Ich habe das einmal an der ehemaligen Grenze, innerdeutschen Grenze erlebt, am sogenannten Grünen Band. Gestiftet übrigens oder gesponsert von oder gegründet worden von der sogenannten Heinz-Sielmann-Stiftung. Weiß nicht, ob einer von euch noch Heinz Sielmann kennt. Der hatte das oder den Fischotter als Wappentier. Schreibt mir das mal in den Chat rein, ob der eine oder andere von euch weiß, wer noch Heinz Sielmann war. Und ja, und da habe ich war ich draußen im Frühjahr zur Jagd. Totenstille und auf einmal ging das da ab ohne Ende, da flogen die Wachtel ein wie nichts Gutes. Jawohl, Stefan, einer kennt zumindest noch Heinz Sielmann, genau, oder der berühmte Tierfilmer Schimek. Ja, und auch, wen ich euch definitiv ans Herz legen kann, ist der liebe Jagd- und Naturfreund Andreas Kieling, ja. Ganz toller Facebook-Kanal, die kleine Waldschule. Auch das Buch ist super. Könnten sich manche Jagdscheinausbilder eine Scheibe dran abschneiden, glaube ich. So, und ich hoffe, ich mache das ähnlich, sage ich mal, stringent und doch etwas unterhaltsam. Jedenfalls hier nochmal März, April und dann natürlich 28 Tage im Durchschnitt. 28 Tage. Im Durchschnitt 28 Tage Brutdauer. Brutdauer. Dauer 28 Tage. Durchschnittliche Brutdauer. Und jetzt der eine reinschreibt: Mensch, aber bei der Wachtel sind es ja nur 19 Tage oder 20 Tage. Leute, wir wollen das hier vereinfachen. Ja. Glaubt mir mal, selbst der Prüfer wird das nicht hundertprozentig wissen, sondern nochmal. Im Zweifel
Die Wachtel ist ja auch ein stargroßer Vogel, sind dann natürlich ein paar Tage weniger, ne? Und der Adler kann bis zu 40 Tage brauchen. Aber im Durchschnitt sind es halt von der Brutdauer her auch hier, ne, 28 Tage. Und das schreibe ich hier nochmal ganz bewusst hin, weil wir wollen die Sache so einfach wie möglich gestalten. Und ich werde ganz super gerne, die Frage kam nämlich auch, gerne die Prüferklassik oder die klassischen Prüferfragen mal zusammenfassen. Sind so ungefähr 42 Stück, ja. Und ausgehend von der Federwildübersicht zu den Punkten, die wir jetzt hier an die Flipchart rangeschrieben haben, das ist alles kein Hexenwerk, ne? Dinge, die wir zusammenfassen können und dann punktuell zu der einen oder anderen Federwildart noch erzählen mögen, ne? Dann, wie gesagt, hier am Sporn kann man das Alter erkennen. Das Rebhuhn, hier nochmal der Satz, der Hahn besteigt die Leiter. Das Rebhuhn kann bis zu 20 Eier legen. Ja? Wenn es zu einem Nachgelege kommt, liebe Jachtfreunde, dreimal dürft ihr raten, ist dann das Nachgelege, hat das dann mehr oder weniger Eier? Schreibt mir das mal in den Chat rein, ist auch eine Prüferfrage. Also hat ein Nachgelege schlussendlich mehr oder weniger Eier? Die Frage kommt definitiv. Weniger, natürlich. Und warum? Weil das Muttertier, ne, die Henne, dementsprechend weniger Power hat. Ja, wir machen das Spiel weiter. Ihr könnt ja vielleicht jetzt alle noch mal was zum Fasan reinschreiben, was euch einfällt. Und ich schalte jetzt hier nochmal auf meine Facecam. Könnt ihr ja gerne nochmal reinschreiben, was euch erstmal nur zum Fasan noch einfällt. Genau, der Fasan ist tagaktiv, aber da sagte ich ja schon, ne, dass der Assi, also der Hartz-IV-Empfänger unter den Feldhühnern, vor 10 Uhr braucht er auf den Fasanhahn gar nicht jagen gehen. Ne, der pennt ja noch auf dem Baum tatsächlich. Das ist ein Unterschied zu den Feldhühnern. Der Fasan schläft tatsächlich auf Bäumen und das wollen wir nämlich auch gleich noch mit hinzunehmen. Schläft, schläft auf Bäumen. Schläft auf Bäumen. Und wenn man so Fasane aussetzen will, dann muss man denen das erst beibringen, dass sie da schlafen müssen. Na, dann die werden ja teilweise von Zwerghühnern quasi ausgebrütet. Und dann hängt man die Zwerghühner tatsächlich im Käfig in die Schlafbäume, sodass die Fasane, die jungen Fasane, kapieren, sie sollen auch da hochkommen. Ne? Darum haben sie dann einfach über Nacht ein bisschen mehr Schutz. Genau. Langer Stoß und buntes Gefieder. Ja, wie gesagt, buntes Gefieder. Ganz wichtiger Punkt. Ja, nur Fasanenhähne sind frei. Deswegen bei der Treib- und Rückhaltssimulation, wenn dazu kommen, kann ich das schon mal vorwegnehmen. Ja, wenn der Prüfer sagt, schießen Sie mal den Fasan, dann müsst ihr nachfragen, Hahn oder Henne? Und da der Hahn nur freigegeben ist, sagt er, ja, ist ein Hahn. Woran erkennen Sie den? An der langen Stoßfeder und bunten Färbung. So. Es geht mir der Arsch auf Grundeis. Der Bernd Wülpern ist auch dabei, mein lieber Jachtfreund. Ja, Jagdtalente, ich habe es am Eingang gesagt, eingangs gesagt. Schöne Grüße. Gerade heute, wo ich der Elektrolurch selber bin. Ja, guckt mein lieber Kollege zu. So muss das sein. Ja, also
Sporn zur Alterserkennung hatten wir auch schon eingangs. Danke, Bernd. Super. Super, Thomas, Gülder. Die 5 Ws. Wasser, Wiese, Weizen, Wärme. Richtig. Die 5 Ws. Das sind die Dinge, die der Fasan definitiv braucht. Also Wasser, Wiese, Weizen und Wärme. Und jetzt hast du 4 genannt. Ja, er braucht halt dementsprechend auch noch, um zu schlafen, Wald. Ne? Wald, Wasser, Wiese, Weizen, Wärme. Infanterist, genau. Dazu könnte ich auch noch mal was ganz kurz sagen. Ne? Man sagt ja immer so, ne, es ist nicht weitgerecht, den Infanteristen zu bejagen. Der Infanterist ist übrigens der Flattermann, der unten auf dem Boden rumläuft. Hat eigentlich den Hintergrund, dass wenn er von der Seite quasi zu sehen ist und seine Flügel runterhängen hat, da prallen dann eher mal die Schrotflinten dran auch ab einer gewissen Entfernung. Ja, hingegen, wenn er fliegt, hat er quasi seine Brustorgane freigelegt. Das ist wie mit dem Feldhasen, wenn der in der Sasse liegt, dann erreichen den auch nicht alle Schrote. Ne? Der liegt ja quasi in Deckung. Und das hat nichts mit Weitgerechtigkeit in dem Sinne zu tun, dass man ein Tier eine Chance geben will, sondern wenn ich mich dazu entscheide, ein Tier zu erlegen, dann ist der schnellstmöglich tödliche Schuss aktiver Tierschutz. Und da ist es eigentlich egal, ob das Tier in der Luft oder auf dem Boden rumläuft. Aber ne, das sind die Gründe, warum man einen Fasanhahn nicht als Infanteristen eigentlich beschießen soll. So zumindest meine Interpretation der ganzen Geschichte und aus Erfahrungswerten kann ich nur sagen, ja, schießt lieber und nicht zu nah, ja. Sondern ihr wisst, eine weitgerechte Schrotschussentfernung sind nicht nur 30 Meter, also das Maximum 30 bis 35 Meter, je nach Schrotladung, sondern geht ab 15 Meter los. Alles, was davor beschossen wird, ja, ist nicht mehr für die Küche zu verwerten. Der Feind ist der Luchs und der Marder, genau. Nein, die Henne schläft natürlich auch auf dem Baum. Alleine macht es ja keinen Spaß. So. Also die 5 Ws können wir noch dazu schreiben. Ja, 5 Ws. Sporn zur Alterserkennung. Genau. Die 5 Ws. Also Wald, Wiese, Wasser, Weizen und Wärme. Sporn zur Altersbestimmung, Altersbestimmung am Sporn oder Dorn. Hat übrigens auch der Dammhirsch, ne? Hinten eine Vereckung. Ja, wunderbar. Dann schreibt mir doch noch mal ein paar Punkte rein, die euch zum Rebhuhn einfallen. Zum Rebhuhn. Wunderbar. Ja. Den oder die weibliche Ente mit den Küken nennt man Schoof mit den jungen Enten. Und die Henne mit den Jungen nennt man Gesperre. Die Kette ist beim Rebhuhn. Mehrere Ketten sind ein Volk. Helle Deckfedern, ja, die hellen Deckfedern, ja, da hast du vollkommen recht, aber es sind quasi ist so eine weiße Querbänderung, die sieht aus wie eine Leiter, deswegen sagt man ja auch, der Hahn besteigt die Leiter. Das Rebhuhn hat eine Jagdzeit, also, und es schläft nicht auf Bäumen, genau. Also das Rebhuhn hat definitiv eine Jagdzeit. Das Rebhuhn
liebe Jagdfreunde, ist definitiv ein Kulturflüchter. Ein Kulturflüchter. Ein Kulturflüchter. Definitiv. Und ihr könnt ja noch mal weitere Dinge reinschreiben, aber da will ich gerade noch mal was zu sagen. Das sind so allgemeine Fragen. Wo ist der Unterschied zwischen Kulturflüchter und Kulturfolger? Kultur hat immer was mit Menschen zu tun. Das bedeutet, im Prinzip bestimmt das nicht die Wildart, sondern wir Menschen. Früher, als wir eine ganz andere Feldbewirtschaftung hatten, kam das dem Rebhuhn sehr entgegen. Da war es dann logischerweise ein Kulturfolger. Und seit der Flurbereinigung, wo die Felder immer größer wurden und so weiter und so fort, und Herbizide verspritzt werden und so, und die ganze Geschichte, ja, wo der tierische oder die tierische Ei, wo der tierische Eiweiß in den ersten 14 Tagen nicht gewährleistet werden kann, kommt natürlich der Nachwuchs auch nicht hoch. Und deswegen ist es mittlerweile logischerweise aus dem Kulturfolger ein Kulturflüchter geworden. Also, ne, ein Fuchs zum Beispiel, der Fuchs ist ein Kulturfolger. Ich würde sogar behaupten, der Wolf ist ein Kulturfolger, sonst hätten wir aus dem Wolf nicht den Hund oder die Jagdhunde züchten können. Ne, deswegen gibt es auch immer wieder Berührungspunkte am helllichten Tag und zwar sehr, sehr nah an Orten, respektive, ja, die Wölfe gucken sich an, was ist da los, Spaziergänge und so weiter und so fort. Wirklich kritisch, denke ich, wird es nur, wenn man selber mal Hunde dabei hat. Aber gut, das Thema Wolf ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, sind natürlich Nestflüchter, dann könnte man auch noch die Jagdzeit mit aufführen. Auch dazu habe ich euch was gesagt, wenn ihr mal die Jagdzeit nicht wisst, dann reißt euch der Prüfer auch nicht den Kopf ab. Herr Prüfer, wenn ich auf diese Wildart jagen gehen werde, werde ich mit Sicherheit im Vorfeld eine, ja, oder meine Jagdzeit im Vorfeld überprüfen, ob überhaupt eine Jagdzeit vorliegt oder wir uns gerade in einer Schonzeit befinden und ob das Stück überhaupt grundsätzlich ganzjährig geschont ist. Genau. Bernd Wülpern, genau. Das Rebhuhn, ne, ist monogam, deswegen vollkommen richtig, ne, ziehen beide den Nachwuchs auf, ziehen beide, also beide Elternteile ziehen beide den Nachwuchs auf. Das ist beim Fasan natürlich nicht der Fall, ziehen den Nachwuchs gemeinsam auf. Das ist aber bei der Wachtel genauso. Ja. Genau, bis zu 20 Eier, 20 Unterberg. Wunderbar. Jo. Was vielleicht noch ein interessanter Fakt ist, so eine alte Fasanhenne, die sieht teilweise schon von der Befiederung aus wie ein Alt- oder wie ein Fasanhahn. Das ist sehr, sehr, sehr kurios. Das habe ich genau zweimal habe ich das mitbekommen oder draußen in freier Wildbahn gesehen. Das sieht man ganz, ganz selten. Ja, da spricht man von einer sogenannten ja, fasanenfiederigen Henne. Die hat dann natürlich nicht diese roten Hautlappen, ne? Diese Rosen um die Augen herum. Und beim Rebhuhn ist das übrigens genau das Gleiche. Ein älteres Rebhuhn, ja, die werden ja so 7 bis 10 Jahre alt, sieht dann auch immer mehr aus wie der Hahn. Haben dann auch allerdings, also vom Gefieder her, haben dann auch allerdings nicht die roten Rosen. Ja, darin kann man das ja unterscheiden grundsätzlich. Genau. Beim Fasan spricht man von Gesperre, beim Rebhuhn spricht man von einer Kette, eine mehrere Ketten, also eine Familie sozusagen, ist eine Kette. Mehrere Ketten zusammen ist ein Volk.
Ja. Und last but not least, vielleicht noch ein, zwei Punkte zur Wachtel, die wir schon besprochen haben und euch jetzt noch einfallen. Und dann haben wir es auch für heute Abend schon wieder geschafft. Und ich war zwischendrin ein bisschen irritiert, weil ich heute merke, dass die Kamera irgendwie anders steht. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen aufgefallen. Ich habe heute nicht mehr in die Linse reingeguckt, sondern hier auf diesen großen Bildschirm. Und das lenkt mich irgendwie, hat mich doch ein bisschen abgelenkt. Also sorry dafür. Gute Ausrede. Ja. Nein, ist tatsächlich so. Also, ne, normalerweise, ja, so ist es nun mal. Zur Wachtel. Zugvogel haben wir schon. Genau. Übrigens, wenn man früher auf das Rebhuhn jagen gegangen ist, dann hat man Drachen aufsteigen lassen. Ja. Der aussah halt dementsprechend wie ein Wanderfalk oder wie auch immer. Da wollte man was mit bezwecken, dass die Rebhühner definitiv nicht das Feld verlassen, sondern in dem Feld sind, wo man dann auch schlussendlich jagen gehen wollte. Da hat man dann oben Drachen steigen lassen und hat quasi die Luftwaffe simuliert. Der sogenannte Wachtelschlag, genau. Wie wit hat früher die sogenannte Bockjagd angekündigt. Wenn die Wachtel kommt, dann invasionsartig. Warum balzt die Wachtel denn so spät im Jahr, fragt der Prüfer. Warum erst im Mai? Warum nicht schon im März, April zu den Frühlingsgefühlen? Herr Prüfer, die Wachtel ist ein Zugvogel. Starr groß, legt auch im Durchschnitt so ihre 16 Eier. Ne? Ihr kennt das ja hier aus der Übersicht. Die ganzen Raubvögel drumherum im Durchschnitt 4. Und dann geht das mit den Waldhühnern weiter. 8, die Wildenten im Durchschnitt 12, die Feldhühner 16, bis zu 20, die Wildtauben. 2 weiße Eier, die Waldschnepfen halt 4 braun gesprenkelte. Wir sprechen hier von der sogenannten Eikonstante. Ihr wisst ja schon so viel, ihr wisst es bloß noch nicht. Und deswegen werden wir definitiv, wenn wir hier mit dem Federwild durch sind und den einzelnen Gruppen, werden wir definitiv in Zoom mal eine Wiederholung machen. Und dann kann jeder mal reihum so ein kleinen Vortrag halten zu einer bestimmten Federwildart, die wir ihm zulosen. Ja, also wir müssen auch in die Wiederholung kommen. Na, ihr müsst auch in der Prüfung sprechen, müsst euch da auch verkaufen können. 3, 4 Punkte, die müssen immer wie aus der Pistole geschossen kommen. Und ansonsten fragt der Prüfer vielleicht nochmal nach allgemeinen Zahlen, Daten und Fakten. Nochmal, ich wiederhole es häufig genug. Frühlingsgefühle, März, April, Balz. Danach Nestbau, Eiablage, Unterschied Nestflüchter, Nesthocker haben wir auch geklärt. Wann bei den Nestflüchtern sozusagen, also den Bodenbrütern, die Eier bebrütet werden, erst wenn alle da sind. Dann bei den Nesthockern sofort nach Eiablage. Und deswegen, ne, die können sich es einfach leisten. Die Eier unten auf dem Boden sind getarnt, oben im Baum sind sie teilweise wie bei den Wildtauben sehr, sehr hell. Ja, Brutdauer im Durchschnitt 28 Tage, bei den Adlern bis zu 40. Ne? Bei der Wachtel, ne, nicht das Küken vom Auerhahn, das hatten wir ja gestern, die Verwechslungsgefahr, weil das in der Prüfung nebeneinander steht, dass wir da sagen, okay, da ist die Brutdauer etwas weniger, nämlich so um die 19 Tage. Also merkt euch das einfach, wir vereinfachen die Dinge und dann fallen euch auf einmal die komischen Sachen und sogar die Brutdauer bei der Wachtel vielleicht ein. Ja? Oder dass zum Beispiel vom Auerwild, ja, das Gelege, dass das quasi schwarze Eier sind mit roten Punkten drauf. Sieht sehr, sehr geil aus. Gut, so viel dazu. Der Bernd schreibt noch: gesprengte Ketten bei den Rebhühnern, sie rufen sich über Lockruf wieder zusammen. Wunderbar, genau, der Lockruf. Und ja, wer mal beim Bernd auf die Seite schauen will, kann ich euch nur empfehlen, eine klasse Seite, Bombenausbilder auch, jagdtalente.de. Bernd, schreib doch mal bitte deine
Internetseite einmal rein, dann können die Leute das auch mal dort abchecken. Weil wir haben nämlich auch einige Leute hier, die immer noch ohne Fahrschein sind, die sehr, sehr gerne bei guten Ausbildern zusammen eine Jagdscheinausbildung machen wollen. Dazu vielleicht Sonntag ist das immer noch, steht immer noch, 17 Uhr Tag der offenen Tür bei Zoom. Vielleicht ist sogar der Bernd mit dabei, der Simon wird mit dabei sein, meine Wenigkeit ist mit dabei. Und dann werden wir dementsprechend einmal den Vorhang fallen lassen und werden mal euch so ein paar Einblicke zeigen, die es so auf YouTube und so noch nicht zu sehen gab, wie das Schießtraining abläuft, wie wir draußen im Lehrrevier unterwegs sind. Wird eine lustige Runde, denke ich. Und wer da Bock drauf hat, der komme doch einfach am Sonntag um 17 Uhr dazu. Ich werde das aber auch gerne nochmal posten. So, genau, jagdtalente.de. Wunderbar. In diesem Sinne, meine lieben Jagdfreunde, wer sich einmal das Online-Lernsystem für nur 119 Euro gönnen möchte, dem jage ich jetzt hier gerne nochmal einen Link in den Chat rein. Ich bedanke mich schon mal bei euch. Ihr kennt das Spiel. Ich werde dann, wenn ich tatsächlich alle Fragen bei euch oder von euch beantwortet habe, mache ich so nochmal, komme ich nochmal ins Bild gehuscht, ja, und wecke den einen oder anderen auf, der vielleicht jetzt gerade eingeschlafen ist. Und danach bin ich dann aber auch wirklich offline. Ja. Wir haben jetzt auch schon wieder knapp eine Stunde rumbekommen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen in den Chat, lasst einen Daumen unter dem Video da. Erzählt von der kostenlosen digitalen Jungjägertasche. Und ja, dann sehen wir uns morgen um 20 Uhr. Und ganz fest versprochen, dann bin ich auch ein bisschen konzentrierter, weil man hätte hier heute vor diesem Live-Coaching, hätte man tatsächlich immer die Kamera draufhalten müssen. Ja? Slapstick, ja, was so eine Minute vor dem Live, vor der Live-Geschichte noch passiert, ist doch manchmal echt witzig. Kann ich jetzt aber leider noch nicht erzählen. Sonst kriege ich gleich einen richtig krassen Lachflash. Gut, müsst ihr nicht verstehen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ja, morgen 20 Uhr, dann wieder geht es um die Möwen und auch um die Rabenvögel. Und dann werden wir am Sonntag tatsächlich den Deckel drauf machen und können nächste Woche endlich mit dem Haarwild anfangen. Und auch schon mit der Waffenhandhabung. In diesem Sinne, ich beantworte jetzt gerne noch eure Fragen. Dann bis morgen um 20 Uhr. Tschüssikowski. So. Danke, mein lieber Bernd. Ja, heute war ich selber der Elektrolurch. Habe ich mal die. Aber so ist das nun mal. Ist live. Das ist das Leben. Life is life. Gut. Ich hau euch gerne hier nochmal den Link zum Online-Lernsystem rein. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach Fragen stellen, ansonsten bis morgen um 20 Uhr. Danke, ich wünsche euch auch noch einen tollen Abend. Ihr seid die Besten, anstatt in oder vor Netflix zu sitzen, seid ihr jeden Abend mit dabei. Top. Helmut Bosgraf, wann kommen die Aktualisierungen in den Online-Zugang und wo finde ich das? Hast du gestern auch schon ein paar Mal gefragt? Präzisiere das mal. Welche Aktualisierung? Meinst du den Fragenkatalog oder was meinst du? Wenn du den Fragenkatalog meinst, da sitzen wir gerade dran und das wird auch eingepflegt. Ramona, kurze Frage, also Fasanhenne schläft auch auf dem Baum, ist aber doch ein Bodenbrüder, ist das richtig? Ja, es geht ja nur um den Schutz in der Nacht. Ja? Trotzdem werden natürlich, oder ist das Gelege unten auf dem Boden, ne? Dann bleibt die natürlich auch da.
in der Zeit. Viele Federwildarten, viele Weibchen haben ja sogar zu der Zeit, wo sie brüten oder bebrüten, ihre Mauser. Also sie sind noch nicht einmal mehr flugfähig. Sie sind quasi am Nest gebunden sozusagen und sind dann laufen dann nur noch quasi unten auf dem Boden rum. Ja, Tina Wortberg, vollkommen richtig. Pauschal kann man sagen, dass alle Polygamvögel sich nicht bei der Aufzucht helfen. Vollkommen richtig. Gerrit X, kommen die ganzen PowerPoints und so auch noch ins Online-Lernsystem? Das Online-Lernsystem, liebe Jagdfreunde, für ab 119 Euro ist ein Leben lang erhältlich und immer wenn es Verbesserungen gibt, werden die dort eingepflegt. Und insofern kommen auch irgendwann logischerweise diese PowerPoint-Präsentation in das Online-Lernsystem rein. Vollkommen richtig. Ach, das meinst du? Ich habe gesagt, dass das, was da jetzt läuft, auch reinkommt. Du meinst quasi die Live-Coachings und so weiter und so fort. Ja. Noch sind sie auf Facebook zu sehen. Und wenn ich sie dann von Facebook runternehme, dann findet man sie schlussendlich im Online-Lernsystem. Jawohl. Also erstmal cool, dass ihr noch ein paar Fragen habt. Noch 27 Leute sind im Chat. Ne? Hier oben seht ihr mich nochmal. Ja, in diesem Sinne, dann tatsächlich, wenn ihr jetzt dieses Video hier seht, hier oben rechts in der Ecke, und ich gleich weg bin, dann gehe ich tatsächlich offline und wir sehen uns dann morgen um 20 Uhr zu den Möwen und zu den Rabenartigen. Bis dahin, tschüssikowski.